Du bist nach Tansania gereist mit der DSIK. Wenn man es ausspricht, ist es die Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation. Aber selbst dort sagt jeder DSIK. Wie ist das Projekt? Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt so von der Sparkassenorganisation immer so ein Newsletter. Da wurde eben auch die DSIK vorgestellt und das Programm, das heißt Sparkassenwissen in die Welt tragen. Okay. Das war dann eben so ausgestaltet, dass man das Angebot hat, bis zu 8 Wochen in einem Schwellen- und Entwicklungsland mitzuarbeiten, weil die dort viele Büros haben und Projekte. Dann habe ich das so gelesen, dachte mir so, wow, das ist aber schon cool, weil ich eben sagen kann, ich kann berufliche Auslandserfahrung sammeln und kann aber eben auch ein neues Land und eine neue Kultur kennenlernen. Ja. Dann bin ich dann damit zu meinem Chef gegangen, habe ihm das vorgestellt und dann hat er gemeint, wow, Silke, das passt total gut zu dir, das musst du unbedingt machen. Okay, cool, hat mich direkt unterstützt. Ja, das war echt mega gut. Dann hat mich auch die Reisleiterin von der Personalabteilung unterstützt. Und dann ging es ganz normal los, dass ich mich bewerben musste, also Motivationsschreiben. Ich brauchte ein Empfehlungsschreiben von der Sparkasse. Und dann gab es ein virtuelles Online-Auswahlverfahren. Und dann hatten wir so ein zweisprachiges Interview. Und dann hat es geklappt.